Es ist das einzige Auto der Mille Miglia-Riege, das noch gefehlt hat. Und der Wunsch, das zu komplettieren, den gibt es schon sehr lange. Und wir haben uns dann vor, naja, 3 Jahren dann dazu entschlossen, das zu machen. Es hat ein bisschen gedauert, das Thema dann tatsächlich aufzusetzen und haben es auf das Jahr 2010 ausgelegt, 70 Jahre Mille Miglia-Sieg. Und da wollten wir das Auto wieder präsentieren, also fast genau 70 Jahre, nachdem es dort an den Start gegangen ist. Das Auto ist nur bei der Mille Miglia gefahren. 1940 ist dort von einem italienischen Team gefahren worden und ist leider mit einem Pfennigdefekt, wie man das heute so nennt, ausgefallen, war aber eigentlich, sag ich mal, die zweite große Sensation am Start neben dem Touring Coupé, dem 28 mm Touring Coupé, unerwartet und außergewöhnlich. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir Rennautos im Vorkrieg als offene Autos kennen und es wurde sehr schnell klar, dass die einen schlechteren CW-Wert, also schlechtere aerodynamische Werte haben und so hat man sich zum Bau dieser, wie es dann genannt wurde, Rennlimousinen entschlossen. Tatsächlich sind die Autos als solche konstruiert worden, um als Rennwagen schnell zu sein. Aber die Aerodynamik hat ja dann insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur bei BMW, aber auch bei BMW Einfluss in die Großserie gefunden. Also der Weg ist zwar ein weiter, aber die Barockgängel 501, 502, die wurden damals sogar beworben mit dem Slogan vom Winde geformt. Das heißt, die aerodynamische Form ist tatsächlich gerettet worden nach dem Zweiten Weltkrieg und spielt bis heute natürlich eine riesige Rolle, weil je aerodynamischer, desto weniger Verbrauch. Also es ist ein wichtiger Koeffizient in der ganzen Effizienzrechnung. Also das Auto ist, wie gesagt, 40 an den Start gegangen bei der Mille Miglia. Wir wissen, dass es 47 am Hockenheim gewonnen hat. Kling ist das Auto damals gefahren. Dann hat es einen Traum eines jeden BMW-Mitarbeiters als Dienstwagen von Herrn Loof, der damals bei Veritas hatte, gedient. Und Loof hatte einen schweren Unfall in den 50er Jahren, 1953. Und dann verliert sich die Spur. Also wir gehen davon aus, dass das Auto einfach nicht repariert worden ist, sondern einfach zerstört, also verschrottet wurde. Das Auto ist nie wieder aufgetaucht. Es gab auch nie Gerüchte, dass das Auto irgendwo sei. Dann kam eben die Idee irgendwann auf, man müsste es doch mal wieder aufbauen. Die BMW AG hat am Computer ein Schaumstoffmodell im Maßstab 1:1 uns schon zur Verfügung gestellt, wenngleich auch dieses nur weitgehend genau war, aber eben doch nicht so detailgetreu, wie wir es anhand der Fotos doch noch recherchiert haben. Es ist sehr schwierig, wir müssen sehr, sehr viele Referenzmaße nehmen an den Fotos. Wir haben einige wenige Maße, die bekannt sind, so zum Beispiel die Maße der Felgen, die Durchmesser der Scheinwerfer oder vielleicht nur das Emblem, das BMW-Emblem. Die Maße rechnen wir dann hoch auf die entsprechenden Bauteile, die wir dann brauchen und bauen wollen und so geht das, ja. Also es gibt keine Zeichnungen von diesen Autos, also Bauzeichnungen. Es gibt wirklich nur einige wenige Archivfotos. Die haben wir natürlich von BMW bekommen. Und im Zuge des Komplettierens des Fahrzeugs sind ja natürlich einige Anbauteile nötig, die logischerweise nicht vorhanden sind. Und da gibt uns BMW schon Hilfestellungen bei der Beschaffung und gibt uns Adressen beispielsweise, wo wir eventuell was herbekommen könnten. Ja, also diese individuelle Fertigung ist ohnehin mit vielen heutigen neuartigen Fertigungsmethoden nicht zu machen. Also wir können so ein Auto nicht in 3D fräsen oder irgendwas. Wir müssen das alles per Hand anfertigen. So zum Beispiel diesen Aluminium-Gitterrohrrahmen, der ist wie früher vermutlich auch auf einer Rohrbiegemaschine gebogen worden und dann entsprechend verschweißt worden. Und wir schweißen das zum Beispiel autogen, so wie das auch damals gemacht wurde. Und die Bleche werden so wie damals geformt. Wir haben also in erster Linie unsere Hämmer in verschiedensten Variationen und die werden zur Fertigung verwendet.
Also es gibt verschiedene Händler oder Restauratoren, die sich spezialisiert haben auf Teile, Ersatzteile vom BMW 328. Und sehr viele Teile passen von diesem Serienmodell an dieses Auto. Soweit das bekannt ist, greifen wir auf diese Teile auch zurück. Wir kaufen die dort ein. Sehr, sehr viele Einzelteile sind nicht verfügbar und sind doch individuell für dieses Fahrzeug gemacht worden. Die bauen wir nach Fotos in der Regel.